Was ist dein Geheimrezept gegen schlechte Laune? Ja, mein Geheimrezept gegen schlechte Laune. Ich persönlich zeichne sehr gerne. Das hilft mir sehr dabei, meine schlechte Laune zu verdrängen. Ansonsten hin und wieder was zocken ist auch ganz cool. Oder einfach mit Freunden rausgehen, Sonne tanken, irgendwas machen mit Familie oder so. Irgendwie einfach die schlechte Laune beiseite schieben. Mein Geheimrezept zum Glücklichsein ist eigentlich einfach glücklich zu sein. Wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, ist es für mich ganz einfach. Ich lächle dann einfach und denke mir so, was kann ich dagegen tun? Wenn ich was dagegen tun kann, versuche ich mein Bestes und bin dabei glücklich. Und wenn ich es nicht hinkriege, denke ich mir, scheißegal, warum soll ich mich das jetzt runterziehen? Mein Geheimrezept gegen schlechte Laune ist rausgehen, Freunde treffen, Spaß am Leben haben, ablenken. Das finde ich ist immer ein sehr gutes Rezept gegen schlechte Laune. Mich auf das besinnen, was mein Leben bereichert. Meine Freunde, meine Familie, meine Hobbys. Falsche Gedanken und schlechte Menschen versuche ich dann einfach auszublenden, wenn nötig mit Hilfe von kühlem Bier. Mein Geheimrezept, um mich aufzuheitern, sind meine Freunde. Denn meine Freunde tun unglaublich viel für mich und ich bin unglaublich dankbar, dass ich so tolle Freunde habe. Und ja, die sind immer da, wenn es mir schlecht geht und die heitern mich immer auf. Ich finde, gegen schlechte Laune hilft es, dass man sich einmal richtig aufregt. Das bringt das Ganze so ein bisschen aus dem System, man erleichtert sich, man sagt das, was gesagt werden muss. Und danach geht es einem vielleicht nicht unbedingt sofort gut, aber auf jeden Fall besser als davor. Und es ist auf jeden Fall gesünder, als wenn man alles in sich reinfrisst. Mein Geheimrezept ist eigentlich ziemlich simpel. Ich lege mich dann in solchen Situationen einfach irgendwie auf mein Sofa und lese ein gutes Buch oder höre ein bisschen Musik und dann wird eigentlich schon immer alles besser, wenn man einfach ein bisschen rauskommt. Welcher Film kann dich immer wieder aufheitern? Meiner Meinung nach gibt es viele gute Filme, aber nur ein paar davon heitern mich wirklich auf. Unter anderem Flug der Karibik, falls man es hier lesen kann. Ja, und der Film, der mich wirklich immer wieder glücklich macht, ist eigentlich Tenacious D, Peak of Destiny. Und Lord of the Weed und Harry Potter und ein Stein sind so meine Favorites dafür. Disney ist die Schöne und das Biest. Egal wie schlecht es mir geht, wie mies ich gelaunt bin, dieser Film macht mir immer wieder gute Laune. Irgendwelche Handyvideos von witzigen Momenten aus meinem Leben. Ja, ein Film, wenn es mir schlecht geht, das sind natürlich Disney-Filme, weil ich Disney-Filme über alles liebe und ich ein großer Disney-Fan bin. So Filme wie Mad Max Fury Road. Wenn jemand in einem Ganzkörperstrampelanzug eine flammende Gitarre spielt, kann man nicht wirklich schlecht drauf sein. Ich würde sagen, es ist eindeutig Schules Manitou oder Traumschiff Surprise. Ich weiß, man hat die Filme schon so gefühlt 300 Mal gesehen. Machst du gern andere glücklich? Wenn ja, wie? Ich mache sehr gerne andere Leute glücklich. Es sind meistens wirklich nur Kleinigkeiten. Es muss nichts Großes sein. Zum Beispiel, man hatte einen Kontaktabbruch und hat sich ein halbes Jahr lang nicht gehört, nicht gesehen, nicht geschrieben. Und dann bin ich meistens so die Person, die sich wieder meldet und fragt, hey, hast du nicht Lust, irgendwas zu machen? Und wenn ich dann merke, dass die Person sich freut, freue auch ich mich und bin glücklich. Ja, ich mache liebend gerne und oftmals andere glücklich. Und indem ich einfach ich selbst bin und damit komme ich auch meistens ganz gut an. Ja, ich mache sehr gerne andere Menschen glücklich. Weil ein ehrliches Menschenlachen ist mir das Wichtigste auf der Welt. Wie ich das mache, ich bin einfach ich. Ich probiere den Leuten zuzuhören, für sie da zu sein, ihnen kleine Freuden zu machen. Ich würde für eine Freundin, um sie glücklich zu machen, mein letztes Hemd geben. Ja, sehr, indem ich Ihnen eine schöne, witzige Unterhaltung biete und Sie in den Mittelpunkt stelle. Ja, natürlich mache ich gerne auch andere glücklich.
Denn ich bin der Meinung, wenn man andere Leute glücklich macht, wird man auch glücklich. Und dementsprechend versuche ich immer meinen Freunden natürlich auch weiterzuhelfen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Nein. Und zwar schlichtweg, weil ich der Meinung bin, dass Glück etwas ist, was aus dir selber kommen muss. Ich mache anderen Leuten ganz gerne eine Freude oder bessere Laune, aber wenn du nach Glück fragst, nein, das muss aus dir selber kommen, das kann kein anderer dir geben. Ich finde, es ist immer schön, wenn man jemandem eine kleine Freude machen kann. Oder das muss sich nicht nur unbedingt auf Freunde beschränken, denen man einfach mal einen kleinen Gefallen tut, die man einfach mal besucht, denen man mal ein Kompliment macht, sondern das können auch einfach ganz fremde Leute sein, denen man einfach mal ein fröhliches Hallo oder ein Bitte und ein Danke gibt. Und es gibt einem selbst ganz viel zurück. Kann man Glück kaufen? Ich glaube nicht, dass man Glück kaufen kann, denn genauso wie Gesundheit zum Beispiel ist Glück nichts Materielles. Man kann sich natürlich mit viel Geld irgendwie ein Auto kaufen und hoffen, dass man eine tolle Frau damit abkriegt, aber diese Frau wird dann garantiert kein Herz haben und das wäre ja der Sinn an der Sache. Dementsprechend glaube ich nicht, dass man Glück kaufen kann. In meinen Augen kann man Glück auf keinen Fall wirklich kaufen. Geld macht maximal in meinen Augen, es beruhigt einen. Es macht einen nicht wirklich glücklich. Kann man Glück kaufen? Nein, meiner Meinung nach nicht. Ich bin der Meinung, kein Geld der Welt kann Glück kaufen, sondern Glück ist einfach eine Sache, die man sich verdient und erarbeitet. Perspektive ist hier wichtig. Jemand Unglückliches, der alles hat, kann wohl kein Glück kaufen. Aber jemand Unglückliches, wahrscheinlich schon. Zu der Frage, ob man Glück kaufen kann, würde ich sagen, das ist eine Definitionssache. Ich denke, bei vielen ist das der Fall. Bei mir beispielsweise gar nicht, da ich nicht der materielle Typ bin. Aber ich denke mal, bei vielen, die Gesellschaft ist leider heute so. Ja und nein. Das Geld alleine bringt's dir nicht. Aber es kann, glaube ich, nicht abgestritten werden, dass die meisten Sachen, die uns erfüllen, auf jeden Fall mit Geld zu kaufen sind oder auf jeden Fall mit Geld unterstützt werden können. Und selbst wenn es nicht direkten Einfluss darauf nimmt, dann kann Geld dir trotzdem die nötige Freizeit verschaffen, um dem nachzugehen, was dich glücklich macht. Also kann Glück gekauft werden? Nein. Ist Geld ein integraler Bestandteil darin, Glück zu finden? Ja. Ich glaube, man kann Glück nicht kaufen. Ich meine, es gibt dann zwar so dieses Schöne so. Und hast du schon mal einen Menschen auf einem Jetski weinen sehen? Nein. Aber ich glaube, letztendlich macht Geld in keiner Weise glücklich. Ich denke, es ist eher noch schwieriger, wenn man viel Geld hat, gute Freunde zu finden. Und die sind meiner Meinung nach etwas ganz Wichtiges für das persönliche Glück. Was wäre das größte Glück, was dir passieren könnte? Mein größtes Glück ist es, wenn ich mit meinen MPS-Leuten unterwegs bin oder einfach nur als Scherge wieder gebucht wurde und einfach mich selbst ausleben kann. Ja. Dass ich wieder gesund werde, richtig, und endlich wieder meinen Weg gehen kann, den ich gehen möchte in meinem Leben. Ja, doch, das wäre, glaube ich, das größte Glück, was mir auf Erden passieren könnte. Und vielleicht irgendwann mal eine kleine Familie gründen und wenn ich alt und schrumpelig bin, irgendwann ein kleines Haus am See haben oder am Meer irgendwo. Irgendwo am Wasser. Das wäre toll. Ein friedliches Leben ohne Tragödien, keiner meinen Liebsten krank, alle glücklich und zufrieden. Ganz einfach. Gesundheit, Liebe, Freundschaft. Wer Freunde hat, ist glücklich. Das ist meine Meinung, denn ohne Freunde geht gar nichts. Das größte Glück wäre genug Geld, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Denn ich habe bereits Hobbys und Leidenschaften, denen ich nachgehe und die mein Leben erfüllen und die mich glücklich machen. Und das Einzige, was mich davon abhält, denen wirklich, wirklich nachzugehen, ist die Tatsache, dass ich irgendetwas tun muss, um
Essen auf den Tisch und ein Dach über meinen Kopf zu bringen. Von daher würde ich sagen, ganz schlicht und ergreifend Geld. Wenn ich genug hätte, um mich nicht darum kümmern zu müssen, dann würde ich mich selber glücklich machen. Und da kommen wir auch schon zum, mein größtes Glück wäre es, glaube ich, wenn einfach ich und alle meine Freunde glücklich gesund sind. Ich glaube, Gesundheit ist tatsächlich das Wichtigste, aber auch ein bisschen Fröhlichkeit. Und ich glaube, das wäre was für mich persönlich ein riesiges Glück wäre, wenn man sich um niemanden wegen irgendwas Sorgen machen muss, wenn es einfach allen gut geht. Heute muss ich ein paar ganz besonderen Menschen für ihre Mithilfe danken, denn ohne sie hätte dieses Video nicht entstehen können. Der Dank geht raus an Tara mit ihrem neuen Kanal T-Bone, Raffo, Jasmin, Felix, Tabea, Torben, auch bekannt als Raikir von Happy Metal Gaming, und die liebe Annie. Und natürlich selbstverständlich auch an euch. Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen. Und würde euch bitten, auch bei den anderen mal vorbeizuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!